Boah, haut das einen Strahl heraus, ey. Jetzt wird das auch noch dunkel. Haben wir daran gedacht, ein Bett mitzubringen oder so? Nein. Sind hier Schafe, die man töten kann? Kannst du mir mal, nö. Aluminium. Oh nein, jetzt haben wir kein Bett, oder wie? Ja, das hat mich gerade auch aufgeregt. Siehst du irgendwo Schafe? Nö. Ich hab dich mit einem Ei beworfen. Und die fallen ja einfach durch einen durch. Was macht man da denn am besten? Habe ich gar keine Schere? Doch, ich habe eine Schere. Ich guck mal, ob ich irgendwo ein Schaf sehe. Dann baue ich mir mal ein Reisebett. Wobei das auch kacke ist. Weil das kacke ist. Hallo, Mr. Creeper. Tschüss, Mr. Creeper. Ich finde das ganz gut, dann hast du wieder diesen Robinson Crew Feeling. So. Haha, ich habe deine Schafe geschert. Ja, das bist du ja gar nicht. Das ist eine Blume. Ich habe da nur was Rotes gesehen. Kokosnussholz. Das ist ja witzig. Coconut. Wo bist du? Ich komme. I missed you. Ich bin auf dem Weg. Am Strand übernachten. Ich habe nur in das Bett falsch rumgesetzt. Jetzt habe ich keine Sicht aufs Meer. Aufs Meer. Weißt du was? Was? Wo läufst du hin? Verlass mich nicht. Ich springe jetzt mal ans andere Ufer. Aha, Johnny ist am anderen Ufer. Die Insel da ist cool. Ich baue ein Strandhäusle. Sowas gab's noch nie. Das Doofe an Weltreisen ist ja, siehst dann immer nur noch gute Sachen, also gute Gebiete und sowas. Und dann hast du ganz viele Projekte. Aber vielleicht weckt das ja für dich irgendwie Interesse, dass du irgendwie Pläne schmieden kannst. Ich denke, das wird dir ganz gut tun. Also ich habe eigentlich schon viele Pläne. Alles, was ich in dem anderen letzten Projekt nicht geschafft habe. Ach so. So viel mit MCA, Millionär und Japanisch und Wikinger. Ich hatte erst gedacht, ob man hier in diese Umgebung nochmal ein Dorf hinsetzen kann, aber ich glaube, das wird zu knapp vom Platz. Dann ist hier ganz viel mehr auf dem Dorf und dann müsste man das alles terraformen hier. Ich will diesen Strand hier nicht extra künstlich erweitern. Kann man auch machen, aber ich glaube, das wird ein bisschen zu viel des Guten. Ich versuche die ganze Zeit hier was hinzusetzen, aber krieg das einfach nicht auf die Reihe. Was willst du hinsetzen? Ich will hier einen hinsetzen, aber... Meinst du nicht, dass das vom Platz her ein bisschen knapp wird? Was denn? Wenn man hier einen hinsetzt? Naja, ist ja auch egal. Wenn man hier was hinsetzt? Ein Dorf. Ich will hier eine Kolonie hinsetzen. Also eigentlich nur ein Camp.
Das ist 16 mal 17, aber das kriege ich nicht hin. Ach so, alles klar. Also willst du da erstmal weitermachen, dann kann ich erstmal wieder zurücklaufen. Ja, ich wollte das hier nur hinsetzen und dann weiterlaufen, aber ich schaff's einfach nicht, das hier hinzusetzen. Ach so, ja. Dann bin ich dir aber keine Hilfe. Ich bin nämlich schon sowieso fast wieder voll, so ein Scheiß. Da sind schon mal zwei Sakura, das ist gut. Wir sind doch erst 10 Meter gelaufen. Krass, ne? Was gibt das Essen von Millionär eigentlich? Gibt das irgendwas? Schade, das gibt keine Nutritions. Das ist ärgerlich. Aber ich kann ja schon mal hier im Block laufen. Ich komme gleich wieder, ich laufe nur mal einen Kreis. Ich verlaufe mich so nach einer Minute. Ein Stock fällt um. Oh, was ist hier? Alter, voll die krasse Höhle. Die Leute, die Zuschauer wissen schon, aber du weißt es nicht. Ich schneide, wenn ich in Höhlen bin und cave, schneide ich immer so ein bisschen Horrormusik rein. Dass so ein bisschen Stimmung ist. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das nebenbei laufen lasse, aber dann mache ich mir in die Hose. Und der Stuhl ist neu. Der soll keine Flecken kriegen. Das gefällt mir hier jetzt schon. Ich brauche gar nicht weit laufen. Der Berg hier ist einfach direkt ein Mystical Forest. Und hier ist auch irgendwie so ein Herbstwald oder so. Hier sind so Bäume mit verschiedenen Farben. Hier ein brauner, ein gelber, noch ein gelber, noch ein gelber, ein roter. Ein Oranger. Das weiß ich natürlich nur, weil es dran steht, wenn man das anguckt. Sonst wäre ich hier wahrscheinlich überfordert. Für mich sieht das nämlich nicht rot aus, sondern dunkelgrün, aber. Kannst du das rausschneiden? Klar, Multi. Mache ich gerne. Danke. So, und hier ist auch wieder richtig schön Strand. Oh, ich mag die Beta-Generierung. Das sieht alles so geil aus. Hier ist so ein Fluss. Hier würde ich direkt eine Hütte hinstellen, weißt du? So eine Strandhütte. Dann die ganze Zeit irgendwie so eine Western-Gitarre hinterspielen. Dann die ganze Zeit mit so einem richtig schlechten Südstaaten-Akzent sprechen. Kann hier einfach kein Lager setzen. Das kann doch nicht angehen. Hier stand sie, die Hütte von Onkel Tom. In Amerika, wir hatten Sex mit Tieren, aber das hieß ja nicht, dass wir das nicht auch hier machen konnten. So. Haha, ich hab dich geschert. LOL! Da ist man einmal kurz weg und Johnny hat dann ein ganzes Camp hingesetzt. Krass. Das spawnt so. Mit Feuer. Building Tool. Bett ist auch hier. Und hey. Hey. Achso, und das soll so ein. Ah. So, wenn man das gesetzt hat, dann kann man ein Rathaus bauen und. Ach, hast du dich mit meinen Kolonies auseinandergesetzt schon? Ja, ich habe da 20 Minuten geguckt von einer Stunde. Das reicht schon, um das zu verstehen. Mein Kolonies soll eine richtig, richtig geniale Mod sein, eigentlich, weil du kannst dann da Leute irgendwie lotsen und sowas, die für dich dann die Arbeit machen. Aber Mining meinte zu mir, ich muss zusehen, dass ich das ständig immer update, weil da kommen immer wieder neue Updates raus und die sind da richtig am Machen. Also die Mod ist richtig in ihrer Hochphase gerade. Da kommen immer wieder Neuheiten. Und das macht das irgendwie interessant. Das gibt einem wieder ein interessantes Feeling. So, wollen wir weiter oder wie ist das?
wenn du willst, kannst du eben dein Inventar ausleeren. Ja, dann mache ich das, glaube ich, auch. Dann nehme ich hier ein bisschen Crap mal eben mit, soweit ich kann hier. So. Oats. Dann hole ich auch das Feuerzeug, damit ich das Camp da mal abfackeln kann. Mhm. So, dann kann ich ja theoretisch auch mal eben den. Den hier machen. Wir haben mindestens 30 rote Ordner gesammelt mit Plänen für dieses Projekt. Kann Johnny bestätigen. Mehr habe ich nicht an Zeugs. Fuck. Scheiße. Was sagt man doch nicht? Scheiße. Oh, Scheiße. Was hast du denn gemacht? Ich habe aus Versehen das Rathaus gesetzt. An einer nicht guten Stelle. Sieht jetzt scheiße aus, oder was? Ja. Ja, dann muss ich dich jetzt leider aus dem Projekt werfen. Nein, das kriegen wir schon hin. Ist das so einfach, die Sachen zu craften? Ja, es spawnt halt einfach. Ja, nee, aber du musst... wie macht man das denn? Man muss ja auch irgendwie Items setzen, oder nicht? Nö, das ist wie bei Millionär. Du musst den Ressourcen geben und dann bauen die. Ist da so ein Typ, den man hier gibt? Oder wie funktioniert das? Also damit ich das verstehe, damit ich damit vielleicht auch arbeiten kann. Ja, also du, wenn du ein Rathaus hast, dann, also als erstes setzt du ein Camp. So, dann hast du so einen Block, damit setzt du das Rathaus. Und dann setzt du ein Bauarbeiterlager. Und dann, wenn du ein Bauarbeiterlager hast, hast du einen Bauarbeiter. Was ist da denn am Happeningen? Das geht ja richtig ab. Achso, Construction Tape, aha. Die bauen das jetzt hier, oder was? Ja. Oh, die ist ja schön. Der Rock. Eine Wespenteile. Ja, also ich hab das hier total unglücklich hingesetzt. Oh, die hat ja so richtig spitze Brüste, das ist ja... Ist mir... Entschuldigung, ich musste gerade Frauen begutachten. Hörst du mir mal zu? Ich guck hier die Brüste an. Oh Mann, ich mag mich. Entschuldigung. Okay. Aha, so macht man das. Ja, anscheinend kann ich das einfach abbauen. Weil ich will das Rathaus hier nicht haben. Es juckt die... Ah, ey! Ich hab dich auch nicht getötet, als du meinen Villager angegriffen hast. Das waren ja auch Griechen. Das ist eine Studentenverbindung da. Ja. Psi Alpha oder irgendwas. Erstmal ein bisschen Udon essen. Lol, das kann man ja mehrmals essen. Lässt du das bitte? Ich würde gerne noch eine Weltreise machen mit dir. Ich will nicht den ganzen Weg zurücklaufen müssen. Ja, okay, ich lass dich in Ruhe. Oh, ein Schaf. Ich habe auch eine Schere, weißt du? Aber so macht das Spaß. Was ist das?